Hallo, willkommen wieder bei Frank Macht's. Mein Name ist Frank und ich möchte euch heute mal einen kurzen Ausschnitt zeigen von Brütern für Hühnereier, Wachtel, Gänseeier und so weiter. Im Voraus möchte ich sagen, dass dieses kein Werbevideo ist. Ja, ich bekomme da keinerlei Geld für und das ist nur von mir für euch ein Erfahrungsbericht, den ich gemacht habe. Wir fangen an. Hier links seht ihr ein Wildtec-Gerät, was ich vorher mal gekauft habe, letztes Jahr. Und er hat zwei Etagen. Hier unter ist noch eine Etage. Ich habe ihn schon eingepackt, weil er jetzt wieder verschwindet. Ja. Hier ist die ganze Elektronik drin. Er regelt die Luftfeuchtigkeit über Wasserzufuhr und die Temperatur. Zeigt hier die Tage an, welchen Bruttag wir haben. Und hier oben läuft eine zweistündige Zeit ab, die man auch einstellen kann für den Wendevorgang. Der Wendevorgang habe ich schon bei einigen gesehen, funktioniert bei denen nicht. Bei mir funktionierte er immer, also einwandfrei, aber er kippt immer nur. Das sind alles hier so Schalen drinne. Wenn man das sehen kann, hier so Schalen drin, wo die verschiedenen Eier halt drin liegen und der kippt dann immer. Die Eierwendung ist minimal in dem Sinne, also für mich finde ich nicht ausreichend. Eier sollten eigentlich 180 Grad gedreht werden, hier schwenkt der ungefähr so um die 45 Grad, das reicht nicht aus. Des Weiteren ist der komplett aus einem Plastik. Er sitzt nur auf, er hat keinerlei Abdichtung, das heißt Feuchtigkeit und Wärme gehen verloren. Er hält die Temperatur also nicht konstant schön im Gerät, weil es überhaupt null isoliert ist. Ich habe damit bei Hühnereiern positive, gute Erfahrungen gemacht. Also es ist alles was geworden, alle geschlüpft. Bei Wachteleiern, habe ich von 150 Stück ungefähr, 140, 150 Stück, 14 Tiere gehabt. Also ein Witz. Ja. Qualitätsmäßig, was soll ich dazu sagen, kann ich euch nicht unbedingt empfehlen. Wenn man mit wenig Geld anfangen will, das Gerät kostete 150 Euro, das finde ich jetzt auch gar nicht so wenig, ist das ein gutes Einsteigermodell. Ich empfehle aber, legt da knappen 80, 90 Euro drauf und ihr kriegt was Vernünftiges. Ja. Nur das eben dazu. Wie gesagt, hält nichts an Luftfeuchtigkeit, Wasser nachfüllen. Ihr müsst das Ding immer fast zerlegen. Ist natürlich auch nicht gut. Ihr stört die Brut sozusagen. Die Temperatur ist über einen Temperaturfühler, der einfach hier so drin hängt, gar nicht auf der richtigen Höhe des Eis. Und vor allen Dingen, wenn man hier unten die Eier auch noch drin hat, da wird gar nicht gemessen. Da ist nämlich ein Temperaturunterschied bestimmt von 5, 6 Grad. Also die Charge unten wird meist schon gar nichts. Vergessen wir das Gerät. Wollte ich euch nur zeigen, wird eingemottet. Vielleicht kann man noch ein paar elektrische Komponenten davon gebrauchen, wenn man sich mal irgendwas selber baut. Ihr habt die Möglichkeit natürlich, wenn man Geld sparen will, wenn ihr Bastler seid und euch auch mit Elektronik ein bisschen auskennt, könnt ihr euch rein theoretisch auch einen selber bauen. Sind auch genug im Forum drin, hier bei YouTube, die das auch zeigen. Da nehmt ihr eine Kühlbox sozusagen zum Einkauf oder wie diese Pizzalieferanten, diese Styroporboxen, ja, in der Größe, die ihr haben möchtet. Dann schneidet ihr euch da praktisch schon ein kleines Sichtfenster rein, baut dann einen Lüfter ein, zum Beispiel aus dem PC, dass eine Belüftung stattfindet. Muss aber nicht unbedingt sein mit dem Belüfter, da komme ich gleich mit diesem Gerät zu. Dann könnt ihr euch eine komplette Elektronik- und Heizspirale autark kaufen, die da einbauen. Also ihr könnt euch so ein Teil auch selber bauen. Muss man ein bisschen für geschickt sein.
Liegt ihr vielleicht nachher Kosten, wenn ihr keine Fehler macht und alles gut baut, vielleicht so um die 100 €, vielleicht auch ein bisschen drüber. Müsst ihr euch überlegen, ob es der Aufwand wert ist. Ansonsten, was ich jetzt hier empfehlen werde, zum Beispiel, ist von Bruja, das ist mein neuer Brüter, weil damit brüte ich jetzt nicht mehr. Ich hole mir jetzt einen, habe mir einen Bruja-Brüter gekauft und zwar eigentlich den ja, größten, besten, keine Ahnung. Auf jeden Fall das größte Modell halt mit natürlich Temperatur, Feuchtigkeitsanzeige, ein regelbarer Messer sozusagen da drinne, der die Feuchtigkeit und Temperatur misst. Genau auf Eihöhe könnt ihr euch hier super mit einem Gewinde auf das Ei direkt einstellen, also sehr genau. Und eine Wendeautomatik, das heißt, da sind dann Rollen drinne, zeige ich euch sofort. Wie gesagt, es gibt auch kleinere Modelle noch, die etwas preiswerter sind, die so um die 140, 150 bis 180 liegen. Hat dann aber keinen automatischen Eierwender. Da müsst ihr dann sehen, was ihr vielleicht wollt. Ich habe das große Gerät genommen, der kostet 239 €, finde ich jetzt auch nicht utopisch. Ja, ist in Ordnung. Man darf jetzt auch nicht sehen hier, oh, das ist aber ja viel Geld für so eine Styroporbox. Das ist keine Styroporbox. Dieses Material ist ein Thermalschaum. Und ein Thermalschaum ist ein sehr harter, sehr fester Schaum und der ist feuerhemmend. Also der schmilzt euch auch nicht weg, wenn er wärmer wird. Also der ist sehr isolierend und feuerfest, feuerhemmend. Also es ist nicht nur Styropor und es ist alles dabei. Ich zeige euch den mal eben. Also von der Verarbeitung, ihr seht schon, der Unterschied auch. Dieser ist auch sehr laut gewesen, sehr laut. Hat auch ein bisschen genervt, weil er nun fast 3 Wochen, 2 bis 3 Wochen läuft. Ist ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, ist auch sehr groß. Dieser hier ist eine ganze Ecke niedriger zumindest. Den kann man auch schön dann hier in die Ecke schieben. Da wird er dann auch hinkommen. Nächste Woche kriege ich meine Eier und von den Wachteln und dann wird eine Brut gestartet. Das werde ich dann auch filmen. Und vor allen Dingen natürlich den ganzen Vorgang, dass ihr auch seht, was da für eine Schlupfrate, wo ich natürlich hoffe, dass sie sehr gut sein wird. Ich bekomme wieder knapp 80 Eier und da wollen wir mal gucken, was das dann ergibt. So. Mal eben kurz zu diesem Brüter. Der ist ganz normal verpackt angekommen. Ich habe ihn schon ausgepackt. Da drin befindet sich natürlich eine sehr gut beschriebene Bedienungsanleitung, auf Deutsch natürlich. Ist ja auch ein deutsches Gerät, wo super beschrieben ist alles und auch hier hinten Tabellen drin sind für welche Eiersorten, Fasan, Pute, Hühner, Ente, Wachtel, Gänse und so weiter, sogar Bienen. Ja, ihr könnt sogar da wohl Bienen drin ausbrüten. Und das ist schon sehr gut. Da steht genau drin die Temperaturen und alles, was ihr wissen müsst. Auf Deutsch ganz wichtig. Dann ist hier ein ja, Schlupfgitter, nennt man das. Sehr gut verarbeitet. Gut ist nur ein Gitter, wenn man so will, ne? Das ist ein sehr feines Gitter, 4 bis 5 mm. Das kommt dann, wenn die schlüpfen, dann die 3 Tage vorher, kommt das da rein, der Wender raus, das hier rein, darauf kommen die Eier und dann können sie darauf schlüpfen. Braucht man zuerst natürlich nicht, sondern erst in den letzten 3 Tagen oder 2 Tagen. So, jetzt haben wir hier diesen Thermalschaumkasten, einen Wender, der extra mit einem Stecker ist. Ihr habt 2 Stecker sozusagen, weil ihr könnt die auch gesondert ausmachen. Das heißt, nachher, wenn der Wender nicht mehr am 15. Tag praktisch ausgeschaltet wird und die Wendeeinheit rausgenommen wird, dann muss der ja nicht mehr laufen. Das heißt, ihr zieht den raus und den lasst ihr ganz normal drinne, weil das ist euer Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeiger, eure Elektronikeinheit sozusagen hier. Ja. So, das Einzige, was ein bisschen Geräusche macht, ist die Wendeautomatik, die immer wie ein Uhrwerk dauerhaft läuft.
4 Stunden braucht er, um einmal rumzugehen. Das heißt, der sitzt in diesen Rollen und läuft dann praktisch nach hinten und dann wieder nach vorne. Und wieder nach hinten wie ein Uhrwerk. Das heißt, wir werden immer 180 Grad gedreht. Vor und zurück. Das ist natürlich super. Der macht ein bisschen Geräusche, ist jetzt aber auch nicht, ist mehr so ein kleines, wie so ein Ticker, wie so ein Sekundenzeiger. So. Diese Einheit, die macht überhaupt null Geräusche. Das ist die Heizung und so. Die macht gar keine Geräusche. Im Großen und Ganzen ist das schon mal ein weitaus großer Vorteil gegenüber dem anderen Gerät. Des Weiteren habt ihr auch bei diesem Gerät einen Stecker. Ihr schaltet den an. Ihr müsst das alles rausbauen, die Steckverbindung lösen nachher. Und da könnt ihr nicht einfach Stecker raus und damit ist das gegessen, sondern das ist alles auf einen Stromkreislauf. Auch ein Nachteil. So, wie gesagt, den gibt es mit und ohne Wendeeinheit. Ohne kostet der ca. 50, 60 Euro weniger. Jetzt da habt ihr diesen Thermalschaum. Dieser Thermalschaum, der sieht so aus, wenn ihr das sehen könnt jetzt. So, ihr habt hier die Wendeeinheit. Das seht ihr, wie ein Uhrwerk läuft dieser hier dann immer rum. Hier drinnen habt ihr die Wendeeinheit, die könnt ihr euch bei dem bestellen bzw. angeben, was wollt ihr haben. Einer ist immer dabei, das könnt ihr auswählen. Ob für Hühnereier, Gänseeier oder Wachteleier oder wie auch immer. Die haben dann verschiedene Maße. Könnt ihr jederzeit, auch wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt Wachteln machen und irgendwann habt ihr vielleicht mal Hühnereier, könnt ihr allerdings die auch bei den nachbestellen, kosten glaube ich so um die 20, 25 Euro. Kann man machen, muss man sich dann überlegen. So, dieser Wendeeinsatz, wie gesagt, der läuft hier zwischen im Grunde. Ich zeige das mal eben so. So, der läuft zwischen allerdings, zwischen diesen hier. Und dann würde der, läuft der immer so hin und her. Innerhalb von 4 Stunden, also sehr langsam natürlich. Den nehmen wir mal raus. Dann habt ihr hier den Heizdraht. Ja, hier ist keine Lüftung mit drin. Das heißt, es ist schon wichtig, oder als Tipp habe ich bekommen, den nach dem, also ab dem 3. Bruttag bis zum 15. Bruttag immer einmal am Tag kurz Stecker ziehen, aufmachen, die inneren Eier nach außen legen, immer so ein bisschen halt umwechseln, damit die alle eine gleiche Wärme haben. Ja, vielleicht bringen die auch irgendwann nochmal ein Gerät raus, was einen kleinen Lüfter vielleicht drin hat, um wie bei so einem Umluftofen eine gleichmäßige Luftzirkulation zu haben. Das weiß ich aber nicht. Das wäre so mal mein Tipp, meine Idee, wenn die das sehen. Könnte man mal in Angriff nehmen. Ansonsten ist das alles sehr gut verarbeitet. Ihr habt hier Sichtfenster drin. Dann läuft hier super der Heizdraht. Und hier ist, wie gesagt, das Messgerät und den habt ihr hier an so einem Stift mit Gewinde und den könnt ihr wirklich genau auf diese Eierobergrenze, weil jedes Ei ja verschieden hoch ist, ein Gänseei ist ja größer und so weiter, könnt ihr das einstellen und wenn ihr den rausnehmt und das aufs Brutgitter legt, legen die Eier auch ein bisschen tiefer, dann müsst ihr den wieder nachher ein bisschen einstellen, aber das kann man von außen super machen. Wie gesagt, man nimmt ihn dann, macht ihn kurz auf und legt die Eier ein bisschen um und dann schließt man ihn wieder. Dann ist ein Luftaustausch gewesen sozusagen und alles ist wieder gut. Man braucht es nicht, es ist hier vom Brühjahr nicht angegeben, dass man das öffnen soll. Man soll es eigentlich zulassen. Das war ein Tipp von dem Lieferanten meiner Eier. Der hat mir den Tipp gegeben, man sollte doch lieber, ihr müsst es auch nicht jeden Tag machen, aber mal eben einmal die Eier mal ein bisschen austauschen, damit jedes Ei, das was hier in der Mitte liegt, kriegt eine andere
Wärme von dieser Heizung, als wenn das, was jetzt direkt unter dieser Heizung liegt. Deswegen vielleicht ein bisschen austauschen, wird wahrscheinlich noch besser sein für die Schlupfrate. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Wir werden es einfach mal so machen. Kann man ja nichts verkehrt beim machen. Hier habt ihr Wasserrinnen drin. Das Ganze sieht dann praktisch so aus, der Kasten. Hier sind fest vorgegeben 1, 2, 3. Hier sind Nummern drauf 1, 2, 3. Hier sind Luftlöcher noch drin, dass ein bisschen Luftzirkulation im Grunde in dem Kasten auch stattfindet. Deswegen braucht man das eigentlich wahrscheinlich gar nicht öffnen. Diese Rinnen, die packt man einfach hier rein, genauso wie es drauf steht. Nichts Kompliziertes. Man füllt die Rinnen 1 und 2, beide. Und ab dem 15. Tag sozusagen, wenn man den Wender rausholt, soll man die dritte Rinne zusätzlich mit befüllen. Also alle nochmal frisch auffüllen dann. Und dann ist die Luftfeuchtigkeit wohl bei 80% oder sowas, also weitaus höher. Und ist gut für den Schlupf nachher, ja, die letzten zwei Tage. Wie gesagt, also das Ganze kommt dann praktisch so raus. Dann kommt dieses Schlupfgitter hier reingelegt. Wasser drauf natürlich erstmal und dann habt ihr hier dieses Schlupfgitter drin. Da kommen die Eier da alle raufgelegt. Das werde ich alles nachher beim Brutvorgang zeigen. Und das war eigentlich auch schon alles, weil so kompliziert ist das ja nicht. Der Kasten, der schließt super ab. Zack. Ja. Er sieht gut verarbeitet aus. Er fühlt sich gut an. Man schiebt ihn dann schön irgendwo hier so in die Ecke, nimmt nicht ganz so viel Platz weg. Wir sind hier im Kellerbereich, ansonsten könnt ihr den natürlich auch so im frühen Sommer, könntet ihr den auch draußen im Schuppen stellen oder im Gartenhaus. Die Temperaturschwankungen sollten nicht so stark sein, also eigentlich ein guter gleichbleibender Raum wäre am besten. So, dann kommen die ganzen Sachen hier rein in die Steckdose, dann werden die genau nach Anleitung eben eingestellt von der Temperatur her und das war's. Der Rest macht das Gerät selber in dem Sinne, der hält die Temperatur. Wenn die Luftfeuchtigkeit abfällt, kommt hier ein Warnsignal oder eine Warnlampe, wenn der das unterschreiten sollte, aber das dazu mehr, wenn wir das in wirklich dazu mehr, wenn wir das natürlich nächste Woche auch richtig einschalten und damit wirklich brüten. Ich wollte euch heute nur mal eben diesen Brüter zeigen. Es ist schon ein Unterschied zu diesem Plastikgerät hier. Ich habe ein schönes Video gesehen. Der hat sich da echt lächerlich drüber gemacht über das Gerät, weil der hat gar keine Eier daraus gekriegt, also beziehungsweise gar keine Tiere. Und wie gesagt, mein zweiter Schlupf war auch gleich null. Kann ich nicht empfehlen, sage ich mal so. Also bei den Hühnereiern, die sind alle was geworden. Vielleicht kann man es für Hühnereier super nehmen, vielleicht sind die nicht so empfindlich. Ich bin auch Anfänger, was das angeht. Kein Profi. Bei Hühnereiern hatte ich damit 100% Ergebnis. Waren aber auch nur 8 Stück drin oder 7. Und müsst ihr im Endeffekt selber wissen, ob ihr euch sowas preisgünstiges kauft, in Anführungsstrichen preisgünstig, ich sag mal billig verarbeitet, was auch nicht wirklich genau ist, absolut nicht genau. Habt ihr keine Freude mit, tötet Leben. Eier, die vielleicht was geworden wären und dann nichts werden, ist natürlich nicht so schön. Ne? Sind ja auch Lebewesen. So, und oder ob ihr euch mit Geschick und so was selber baut, da gibt es genug Bauanleitungen, könnt ihr auch Geld sparen, aber müsst natürlich bauen, selber basteln. Und wenn da was in die Hose geht, ist das natürlich auch nicht so schön. Oder diese
Brujah-Geräte sind seit 42 Jahren am Markt oder haben 42 Jahre Erfahrung. Ich denke mal, da werde ich mich einfach mal drauf verlassen. Und es gibt natürlich noch Brutschränke. Da arbeitet mein Hersteller mit, also der, der die Eier praktisch mir jetzt liefert. Die haben richtige Schränke, hat mir aber auch gleich gesagt, da könnt ihr fünfstellig, seid ihr da unterwegs von den Preisen. Also das ist natürlich für uns Normalbürger und Normalverbraucher absolut utopisch und idiotisch, wenn wir uns sowas kaufen würden. Ja, ich denke mal, oder ich bin ziemlich sicher und voll Mutes, dass man mit diesem Brüter gut fährt, weil ich habe versucht, sowas gebraucht zu kaufen. Ich habe null Erfolg gehabt. Man kann sie teilweise sogar mieten von Leuten für 50 Euro für eine Brut, also für so einen knappen Monat. Kann man sich natürlich super bezahlen lassen, das Ding. Ja, also aber gebraucht, keine Chance. Also einen hatte ich gebraucht, glaube ich, gesehen, der wollte 200 haben. Da habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht, weil da lege ich 30 Euro halt mehr drauf. Und dann kann ich mir den lieber neu mit Garantie und allem drum und dran kaufen. Wie gesagt, also ich denke mal, die, die den haben, geben den nicht wieder her. Das ist so mein Gefühl dafür. Ja? So, nichtsdestotrotz, viel Gerede, kurzer Sinn. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. So. Ich werde das ausprobieren, ich werde das filmen. Ich wollte euch heute mal eben so den Unterschied zeigen. Mein Altgerät, was nicht gut ist. Und einmal diesen Brüter mal eben zeigen aus Thermalschaum mit verschiedenen Wänden, die ihr bestellen könnt. Einer ist immer dabei. Den könnt ihr mit angeben, was ihr haben wollt. Und sonst ist da halt alles super, deutsche Gebrauchsanweisung, sehr verständlich, also alles toll. Ich bin gespannt, wie das Ding brüten wird. Und das erstmal eben dazu. Die Entscheidung liegt im Endeffekt bei euch. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, eben das Geld auszugeben. Den werde ich vielleicht für kleines Geld verkaufen oder werde den auseinanderbauen und vielleicht mir auch nochmal so eine Styroporbox oder so holen, eine große, und diese Komponenten halt teilweise verwenden. So wie dieses Elektronikgerät, was ich da irgendwo mit einsetzen kann, den Lüfter und so weiter. Vielleicht zerlege ich das und baue mir ein richtiges Gerät daraus, was dann funktioniert. Ich werde es sehen. Solange wird er eingelagert und wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch oder ob ihr halt sagt, ich möchte so jedes Jahr mal brüten oder ich brüte jetzt mal 2-3 Durchgänge, vielleicht verkaufe ich auch ein Tier oder sowas oder die Eier nachher oder was weiß ich, was auch immer. Und das lohnt sich für mich oder für euch halt in dem Sinne, 240 Euro knapp dafür auszugeben. Er wird nicht angeboten, ihr könntet ihn genauso gut auch verwenden, ein-, zweimal oder wie auch immer und dann sagen, ich möchte da bitte 180 Euro für wieder haben oder sowas, wenn ihr den verkauft. Ist egal. So viel dazu. Ich wollte euch die beiden Sachen mal eben vorstellen oder den Vergleich zeigen und diesen hier vorstellen. Ich bin zumindest zufrieden, was die Verarbeitung angeht und alles Weitere werde ich in den nächsten Videos halt mit berichten. So viel erstmal dazu. Ich freue mich auf euren Besuch für die nächsten Videos. Ich sage, das war's wieder mal bei Frank Macht's und vielleicht konnte ich euch ein paar nützliche Infos geben. Macht's gut!